Ihr habt nun alle Übungen und Techniken an der Hand, die ihr braucht, um die 200 BPM zu knacken und durchzubrechen. Noch 3 Monate konsequentes Üben und Befolgen der fundierten Ratschläge meiner Person und ihr könnt Pete Sandoval bei Terrorizer ablösen. Oder Mike Smith bei Mike Smith ablösen. Wie ich das meine? Ja, ganz klar. Seit nunmehr 10 Jahren spielt Mike Smith leider nicht mehr bei Suffocation. Wir bedauern das, aber das können wir leider nicht ändern. Habt abschließend ein Auge auf die nachfolgenden Double Bass basierten Drum Fills, mit denen wir versuchen, 3 superhübschen Mädels doch noch zurück vor die Bühne zu locken. Denn merke, Virtuosität am Drumset macht Frauenherzen schwach. Ihr seht, der Schlüssel zum schnellen und ausdauernden Double Bass Drumming ist mit relativ geringem zeitlichen Einsatz, mit natürlichen Bewegungsabläufen und ohne umständliche Fußverrenkungen am Bassdrumpedal zu fassen und zu meistern. Also immer dran denken, Ausdauer und Kontrolle formen die Geschwindigkeit. Wenn ihr jetzt also jeden Tag die vorgestellten Übungen konsequent durchspielt, somit eure Ausdauer und Spielkontrolle schult, werdet ihr euch in den nächsten 3 Monaten am Drumset garantiert selbst überholen. Also bis zur nächsten Ratio Drums DVD. Bleibt am Ball!